Wir leben Wrestling. The Rock bei SmackDown-Premiere. Über Twitter bestätigte The Rock einen Auftritt beim 20-jährigen Jubiläum von SmackDown am Freitag. Es wird zudem die erste WWE-Show auf dem Sender Fox sein. Erwartet wird, dass Dwayne Johnson unter anderem seinen neuen Film Jungle Cruise bewerben wird. WWE-Stars verweigern Zusammenarbeit mit Hulk Hogan. Wie Tom Colicchio berichtet, werden Teile des WWE-Rosters weiterhin nicht mit Hulk Hogan zusammenarbeiten. Diese Entscheidung sowie die Absage einiger Stars zur Teilnahme am anstehenden Crown Jewel Event in Saudi-Arabien soll der Marktführer allerdings respektieren und die entsprechenden Stars sollen keine Konsequenzen zu fürchten haben. Neue NXT-Show fürs Network. Nachdem NXT nun auf dem USA Network im TV zu sehen ist, plant WWE nach Informationen von Ringside News nun eine neue NXT-Show für das WWE Network. Der geplante Beginn dieser Sendung soll im Sommer 2020 liegen. Fox mit klaren Vorstellungen für SmackDown. Wie Dave Meltzer berichtet, soll das Fox Network eine stärkere Kontrolle über SmackDown erhalten. So soll der Sender das Wrestling-Business lange studiert haben und klare Vorstellungen für das Produkt haben. Beispielsweise seien Michael Cole und Corey Graves als Kommentatorenteam sowie Renee Young klare personelle Wünsche des Senders gewesen. Das Kreativteam soll insgesamt im Vergleich zu Raw auf dem USA Network weniger Freiheiten haben. Zukunft von Johnny Gargano ungewiss. Informationen von Brad Shepard zufolge ist noch unklar, zu welchem Brand Johnny Gargano zukünftig gehören wird. Zwar wurde Gargano zu Beginn des Jahres ins Main-Roster berufen, wurde aber später wieder zurück zu NXT geschickt. Gargano selbst soll sich für einen Verbleib bei NXT stark machen, Paul Heyman und Vince McMahon hingegen sollen sich aber auch einen festen Aufstieg ins Main-Roster vorstellen können. Allgemein sollen die neuen Roster für den Draft in der kommenden Woche noch nicht feststehen, wie Tom Colicchio berichtet. Demnach würden die Planungen derzeit noch andauern. Spotfight Podcast startet. Ab heute beginnt offiziell das Programm des Spotfight Podcasts. Im Laufe des Abends erscheint auf unserem neuen Kanal die Raw Review. Weiterhin gibt es Reviews zu NXT, SmackDown und All Elite Wrestling. Außerdem wird Jay von Pete's Meet am Mittwoch als erster Gast unseres neuen Wrestling Talk Formates zu hören sein. Einen Link zum Kanal findet ihr unter diesem Video. AEW gibt nächsten TV-Deal bekannt. Mittlerweile bestätigte Dave Meltzer, dass All Elite Wrestling in Kanada auf dem Sender TSN ausgestrahlt werden wird. Fans in Deutschland warten derzeit noch vergeblich auf einen Deal. AEW soll aber weiterhin in Verhandlungen mit deutschen Medienhäusern stehen. Achtung, hier folgen Raw-Spoiler. Erstes Match für Crown Jewel angekündigt. Während Raw gab WWE das erste Match für den Crown Jewel Pay-Per-View in Saudi-Arabien bekannt. So wird Team Hulk Hogan gegen Team Ric Flair in einem 10-Man-Tag-Team-Match gegeneinander antreten. Mit Seth Rollins und Rusev für Team Hogan sowie Randy Orton und Baron Corbin für Team Flair wurden auch schon die ersten Teilnehmer bekannt gegeben. Großes Match für Brock Lesnar geplant. Berichten von Dave Meltzer zufolge plant WWE ein Match zwischen Brock Lesnar und dem ehemaligen MMA-Kämpfer Cain Velasquez. Die Attacke Lesnars auf Mysterio und seinen Sohn Dominik sollen dabei der erste Schritt gewesen sein, um diese Fehde aufzubauen. Velasquez steht aktuell noch für ein Match bei der mexikanischen Wrestling-Promotion AAA unter Vertrag. Bist du schon Abonnent des Spotfight Podcasts? Wenn nicht, dann klick jetzt rüber und hör dir unsere Audioshows an. Mit dabei sind unsere Sprecher Jonathan und Tobi. Auf geht's! Jetzt abonnieren! Sowie zwei Wrestler und weitere Experten. Klickt rüber, it's go time!